willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute haben wir einen einen Gin, der heißt Feel. Und ich glaube, der offizielle Name heißt irgendwie Feel Munich Dry Gin. Also ja, es geht irgendwie ums Gefühl, ja. Ja, Geschmack ist auch ein Gefühl, also von daher, ich gehe mal davon aus. Drink it, feel it, love it. Ist 0,5 Flasche, muss man drauf achten. Ne? Und fühlt sich so ein bisschen an wie, ich weiß nicht, ist das nicht so auch gleich die ähnliche Flasche hier mit diesem, also da kommt es immer so ein bisschen, das sieht ein bisschen aus wie so ein Designerprodukt. Oh, okay, ja, auch irgendwie die Öffnung hier oben ist so ein bisschen komisch. Oben ist, ich glaube, das ist ein Wacholderbusch. Oder ein Wacholderzweig mit einem mit Wacholder drin. Und die machen, die kommen aus Pasing. Also die kommen bei uns im Grunde um die Ecke. Aus der, ich glaube, Achternbuschbrennerei heißt sie. In München-Pasing. Und die machen also alles aus biologischen Zutaten. Und ja, was machen sie? Keine Aromastoffe rein. Ohne Zucker. Also natürlich mit Dry Gin kann man keinen Zucker reinmachen. Und dann haben sie eben noch 17 Botanicals. Die muss ich vorlesen. Wacholder, Limette, Blaubeeren, Aronia-Beeren. Die gehört. Koriander, Lavendel. Das sind so mal ein Auszug aus ihren Botanicals. Klingt eigentlich relativ interessant, was die da machen. Nur das Design ist für mich so ein bisschen, ja, es ist halt so eine Designerflasche. Ich glaube, da gab es auch mal irgend so ein wahnsinnig ultra teures Wasser, was sie in so Richtung dem Design verkauft haben. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ging irgendwie durch die Zeitung, Wasser wird für irgendwie 100 Euro die verkauft, die Flasche, irgend so Zeug war das. Das sieht so ein bisschen danach aus. Die verkaufen die 0,5, also wir verkaufen für sie die 0,5 für 29,90 bei whisky.de im Shop. Also ist doch, wenn man sagt, okay, beim halben Liter ist ja dann doch über 30 Euro auf die 0,7 Flasche wäre das dann, ist ja dann doch eine etwas in der höheren Kategorie. Da muss man jetzt mal gucken, ob er das wirklich auch halten kann. Frisch. Wacholder, definitiv. Also richtig schöner, normaler Dry Gin, der richtig schön frisch und sehr rund ist. Also ein Zitrus-Ding, Zitrone, Limette, aber auch ein bisschen milde an der Stelle. Könnte auch irgendwie so Zitronengras oder sowas so in der Richtung sein, aber ich würde mal sagen Zitronengras und Zitrone. Limette ist doch immer manchmal so ein bisschen rassiger, kenne ich sie. Aus verschiedenen Drinks, ne? Ja, ist schön. Also der hat einen richtig schönen, angenehm, leichten, frischen Geruch. Oh, der hat wieder so einen richtig schönen, oh, einen schönen runden. Ein richtig schön runden Geschmack. Er hat 47% Alkohol, schmeckt definitiv nicht danach. Ich hatte vorher einen 41%igen, der war kräftiger vom Stechen, vom Alkohol her. Der hier ist richtig schön rund. Die Wacholder kommt nicht so pelzig rüber. Also ich gehe davon aus, dass der richtig schön destilliert ist. Also er schmeckt, als hätte man das Herzstück, den Middle Cut, richtig. Ja, was heißt präzise eingestellt? Richtig, nicht geizig, was das andere Wort von geizig. Man hat ihn so eingestellt, dass der richtig klein ist, nur das Beste rausnimmt, weil der einfach, er ist nicht sprittig, er hat keine Bitterstoffe drin, er ist richtig, ich würde mal sagen, fein destilliert. Keine Ahnung, was die machen. Ich war noch nie in der Brennerei, obwohl sie bei uns um die Ecke im Grunde ist. Aber der hat richtig, ich gehe davon aus, dass die ein bisschen teurer sind in der Produktion, weil sie eine ganze Menge wegwerfen müssen oder wieder destillieren müssen mit ihrem Nachlauf und Vorlauf. Also der hat einen richtig präzisen Cut. Die Botanicals sind angenehm, man hat schönen Wacholdergeschmack drin, auch wirklich schönen Zitrusgeschmack drin, ist gut vorhanden. Ganz leichte Würzigkeit. Ich glaube, ich habe mich hier verschätzt.
Also der, jetzt ist er ein bisschen kräftiger. Ich weiß nicht, ob ich mich verschätzt habe. Ich habe nämlich schon wieder den Signature hier auf dem Fass vom Mistelhain. Und der könnte eher was für ein Ambition sein. Da habe ich mich von den Eindrücken leider ein bisschen täuschen lassen. Also den hier, wer es nochmal mit Ambition will, ich werde mir sicher für den englischen Take, werde ich mir noch ein Ambition holen. Und wisst ihr was, ich stelle mir hier unten, glaube ich, immer noch ein Ambition und ein Signature und ja, vielleicht noch eins von den, wie ist diese Trend, stelle ich mir nochmal daneben, falls ich dann beim Probieren merke, oh nee, der ist definitiv nicht für ein Signature gemacht, sondern für ein Ambition, weil der hier kommt mir ein bisschen so vor. Oh ja, und man merkt es, oh ja, frisch kombiniert es ein bisschen, aber ich kenne mittlerweile die Geschmäcker von dem Würzigen vom Signature. Das Würzige kommt vom Signature, vom Tonic. Der hätte einen Ambition gebraucht. Ja. Er kann sich nicht so gut durchsetzen. Ich glaube, ein Ambition wäre ein Stückchen besser. Wobei ich auch sage, der ist eher für ein Purgenießen da. Das ist nicht so der Gin Tonic Gin, sondern eher ein Gin, den man pur genießt. Weil er eben frisch, leicht und ja, hat schon ein paar Kräuter, hat er schon mit drin. Aber eher dieses frische, nice, den kann man sogar allein so genießen, ohne dass man Tonic braucht. Ist auch frisch genug im Sommer. Ja, habe ich einen Fehler gemacht? Das ist definitiv nichts für den Signature. Wer sich es eben mit einem Ambition anschauen will, der guckt einfach nochmal bei whisky.com vorbei. Da werde ich ihn sicher mit einem Ambition probieren. Ansonsten den Feel Munich Dry Gin gibt es bei whisky.de für 29,90 € im Shop zu kaufen. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.